Heute will ich euch mal mit diesem wunderschönen AMX 50100 überraschen. Ja, und warum? Hat ganz einen banalen Grund. Ich hatte mal Bock, euch mal wieder einen Autoloader zu zeigen. Deswegen schauen wir uns hier dieses Gefecht vom Krabbel 3 an. Vielen Dank an dieser Stelle dafür, für die Einsendung. Ist ja mit dem Achter Top-Tier. Ist alleine, so wie ich das sehe, genau. Kein Zug, den er gebildet hat. Und ja, was soll ich ansonsten noch sagen? Wir sehen, er hat 6 Schuss im Magazin. Also das Magazin ist schon ordentlich groß. Dafür aber auch dementsprechend eine ordentlich lange Nachladezeit. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, um die 45 Sekunden sind es in etwa. Also man kann zwar 6 Schuss sehr schön einteilen und auf einen Gegner abfeuern, aber danach muss man halt ganze, ja, roundabout 45 Sekunden kommt ziemlich genau hin. Vielleicht sogar 48, 49, sehen wir jetzt gleich. Warte, und die Zeit. Ja, 49 Sekunden, also das dauert schon ein bisschen. Jetzt schauen wir mal, was er damit reißen kann. Der erste Schuss, schon mal weg. Das sind schon mal gefühlt die ersten 8 Sekunden Nachladezeit. So, jetzt auf den AMX. Der trifft. Der zweite trifft auch. Und der dritte trifft nicht. So, dafür jetzt den IS. Der trifft. Und noch einen. Und der ging nicht durch. Ja, was haben wir gesehen? Wir haben 6 Schuss gesehen, wir haben 3 Schuss landen sehen. Das heißt, für 1000 Schaden 50 Sekunden ist jetzt nicht so gut. Aber, naja, er wird ja hier nicht bedrängt, von dem her keinerlei Stress dabei. So, er sieht auch, dass hier unten keine Gegner sind, deswegen fährt er hier dementsprechend lang. Da ist der 112er wieder mal. Interessanter Nick 000 100. Heißt das irgendwas? Aber gut. Auto-Aim. Kriegt er den Fett-Hit vom 112er. Und jetzt umfährt er ihn aber. Und kann da jetzt natürlich die Muskeln spielen lassen mit seinem Magazin. Und sich dementsprechend auch den Kill sichern. So, der andere 50-100. Aber was man sieht, die Ein-Aim-Zeit ist nicht so gut. Aber der ging voll durch die Panzerung. Und der hat auch nochmal gut funktioniert. Ja, 1970 Schaden. Gefühlt sehr unaufgeregt bisher gelaufen. Also war jetzt nicht überhastet, nicht irgendwie unentspannt, sondern ging schon so. 3 zu 4 steht's derzeit. Und die meisten Gegner, wie man aber sieht, sind hier außen auf dem Feld eher anzufinden. Bis er da ankommt, hat er auf jeden Fall noch nachgeladen. Kommt zeitlich ganz gut hin, dass er gleich wieder weiterschießen kann. Das ist ja auch immer wichtig, dass man sozusagen immer das möglichst Optimale aus seinem Damage-Potenzial nutzt. Und es gibt doch nichts Besseres, als wenn man nachlädt und gleich wieder wirken kann. So, da hat er jetzt den Jackson. Der trifft, da hat er aber Glück gehabt, dass der T32 nicht reingefahren ist in den Schuss. So, und da der Chito direkt neben ihnen. Der campt aber mal sowas von passiv. Ja, da sieht man mal wieder, was Campen bringt, nämlich gar nichts. Also so ein Campen zumindest. Das heißt, wenn ihr denkt, das ist eine geile Idee, wir bleiben einfach mal ganz hinten in der Basis stehen, macht es nicht. 9 zu 8 mittlerweile. 3000 Schaden, 3 Kills. Aber 10 zu 8, das zeigt schon langsam, wie sie hier wirklich sich durchsetzen gegenüber dem gegnerischen Team. Da kommt noch voller Super Pershing an. Noch nachladen, noch nachladen, noch nachladen. Wäre ich gar nicht rausgefahren, hätte ich mich noch gar nicht gezeigt. Soll sich noch ruhig ein bisschen überraschen lassen von dem, was man da macht, aber gut. Ah ja, okay. Der Super Pershing interessiert sich nicht für ihn. Ist ja auch immer lustig.
So, das heißt, er kann sich jetzt immer schön ums Popöchen hier kümmern. Jetzt denkt sich der Super Pershing, ach, da war ja was. Ja. Und die letzten 4 HP, die nimmt der T32 dann weg. 1496 Schaden macht er und die 4 HP für den Kill macht der T32. Oh, das wird mich ja ärgern. Aber gut. Kann einfach immer mal wieder vorkommen. 12 zu 9 schon. So, und ein Gegner gibt es noch. Ne, zwei, Entschuldigung. Den STA und den T71. Da ist der STA schon mal zumindest zu sehen. Er ist noch im Reload. Und der T71, keine Ahnung. Aber der STA ist auf jeden Fall schon mal da. Auto-Aim. Schießt gleich jetzt. Da kann er schießen. Erster trifft. Zweiter trifft. Dritter trifft. Und der vierte sitzt auch. Vierter Kill. Und die Basis wurde erobert. T71 konnte filieren, aber 5575 Schaden. Das ist doch absolut schön. Und das in der Kürze der Zeit. Man sagt doch, in der Kürze liegt die Würze. Ich wollte einfach mal diesen Panzer wieder zeigen. Und dementsprechend war es doch eine schöne, feine Runde. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.